Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne oder des virtuellen Abgrunds in diesem Fall. Wir müssen nun das zweite Feuergefäß hier entzünden, damit wir weiter voranschreiten können hier in unserem Eid. So, wenn ich hier die Fackel nicht hätte, für all die, die jetzt neu sind, dann sehe ich nichts und dann sterbe ich. So ist das. So, hier ist das Ding, bewacht von 1000 Leuten. Ich kann da natürlich angegriffen werden, während ich Aktion durchführe und ich werde auch natürlich gestaggert hier von 1000 verschiedenen Richtungen. So, wir heilen uns jetzt. Ich glaube, ich habe das Ding entzündet. So, heilen dauert hier natürlich latent länger als in anderen Sim-Spielen. Ja, kannst total knicken hier. Ist total lächerlich. Wir müssen hier hoch. So, das Problem hier ist natürlich, ich kann meine Waffen nicht zweihändig nehmen. Dadurch habe ich nur horizontale Angriffe zur Verfügung. Und die sind langsam und die prallen von der Wand ab und so eine Scheiße. So, und die Typen hier sind schnell und gehen mir tierisch auf den Sack. Ich kann aber das machen. Ich kann ihn einfach mit meiner Faust hier treffen. Das verursacht wenig Schaden. Allerdings kann ich ihn so in den Tod schlagen. So, dann heilen wir uns nochmal. Rollen die mal weg und versuchen dasselbe mit dem Clown hier. So, schnell und wir staggern ihn und da ist er tot. So kann man das auch machen. Deswegen haben wir den Cestus. Jetzt seht ihr auch, warum ich das Ding habe. Ah, okay, das Ding brennt. Prima. Das ist schon mal das Wichtigste. So, der beschießt mich hier. Seinem Scheiß. Ist nicht ganz so schlimm. Und ich knüppel ihn einfach zu drei. Fein, und dann aktivieren wir das Ding. So, ja, eine kurze Anekdote übrigens zur englischen Lokalisation des Spiels. Dieser große Rattenhund-Boss, den wir vor zwei, drei Folgen bekämpft haben, den ich nicht besonders mag, der heißt im Englischen Royal Rat Authority, also königliche Rattenautorität, wenn man denn so möchte. Und in der japanischen Version, wenn man den japanischen Namen übersetzt ins Englische, dann hieße das Vieh, oder dann heißt das Vieh königlich, wie heißt es? Royal Rat Test? Nee, King's Test heißt das Ding. Also der Test des Königs oder so. Und im Deutschen heißt das Vieh königlicher Rattenprüfer. Das heißt, die deutsche Version ist mit königlicher Rattenprüfer ziemlich nah dran an Rat King's Test, während die englische Version mit der königlichen Rattenautorität, mit der Royal Rat Authority, so weit davon entfernt ist, wie man ja nur sein kann. Denn was zum Teufel ist eine königliche Rattenautorität? Was zum Teufel soll der Schwachsinn? Da sieht man auch zum Beispiel, dass die deutsche Version des Spiels offensichtlich nach der japanischen übersetzt wurde. Übrigens ist das auch passiert in Final Fantasy X zum Beispiel? Was natürlich auch sinnvoll ist, denn sowohl Final Fantasy X als auch Dark Souls 2 sind japanische Spiele und sollten dementsprechend auch nach der japanischen Originalversion eben übersetzt werden und nicht nach der englischen, die sich ganz gerne mal irgendwelchen Schwachsinn ausdenken. So, dann gehen wir hier in das Gebiet. Es gab dann so eine Beispiel hafte Übersetzung in Final Fantasy X am Ende. Da sagt Yuna nämlich zu Titus oder zu Tidus, wie er ihn so nennen möchte. Ich glaube, die letzten Worte an ihn sind im Englischen I love you, also ich liebe dich. Und im Deutschen ist es danke. Sie dankt also Titus. Die japanische Version, da dankt sie ebenfalls Titus. Das heißt, dieser Ich liebe dich Schwachsinn, ja, der kam irgendwie aus einem der Ärsche der englischen Lokalisateure, und existiert so gar nicht in der Vision der Autoren von Final Fantasy X. Und sowas kommt eben ziemlich oft vor, wohl in englischen oder amerikanischen Lokalisationen. Und da bin ich ganz froh, wenn man die deutsche Version tatsächlich aus der japanischen übersetzt. Man ist einfach ein bisschen dichter dann, oder viel dichter, an dem dran, was die Japaner haben wollten. Oder worum es denen ging.
würde irgendwie schon seinen Sinn haben, dass es so gesagt wurde, wie es gesagt wurde in der japanischen Version. So, das hätten wir auch. Das ist das letzte hier. Hier gehen wir jetzt rein. Und dann haben wir auch endlich den verdammten. Ja, dieser Weg zu den Viechern hin ist ehrlich gesagt. Man kann da hervorragend das Kettenleuchtfeuer farmen. Insofern ist das schon ganz cool. Und der Boss ist eben sehr cool. Aber so die Wege, die man da nehmen muss, sind schon ein bisschen anstrengend. Ich mag es allerdings ganz gerne, dass man die Fackel so braucht. Und das war auch schon so in der Nicht-Skull of the First Sin Version des Spiels. Das ist schon sehr, sehr nice. So, hier ist so ein, ja, so ein Affenkopf. Komm, wir machen es mal so, dass wir töten, ich habe keine Ahnung. Extrem nervig ist, wenn wir die alle anlocken. Ja. Das ist ziemlich kacken. So, wir werden den mal einfach staggern mit unserer geilen Waffe. Und dann rollen wir ein bisschen weg. Brauchen wir gar nicht, denn seine Reichweite ist ja nicht kleiner als er dachte. So, mein Freund, das war's mit dir. Hier ist sie. Oh ja, ich habe eine verbotene Sonne gerade ins Gesicht bekommen. Dann töten wir den Zauberheini hier, den Zaubermann aus Adventure Time. Hier ist König Xanthos. Heißt der, glaube ich? Ne, König Jeremiah. Auf jeden Fall gab es ein Phantom in Dark Souls 1, das glaube ich so hieß. Ich glaube, der hieß König Jeremiah. Ich glaube, der hat die Xanthos Krone auf. Xanthos wird also das Königreich sein von diesem König. Das ganze Ding ist natürlich eine Referenz an den alten Mönchen mit seinem gelben Tornado-Turban, den er trug. Und ja, das wurde dann auch adaptiert von Dark Souls 1 und eben auch hier von Dark Souls 2. So ein bisschen wie das Mondlichtgroßschwert, einfach so ein wiederkehrender Gag. Hier in der Souls-Serie oder wie Pates oder Patches, wie er ursprünglich hieß. So, hier ist dann der... Das letzte Gefäß, das dritte. Jetzt können wir endlich den Boss gleich machen. Mann, bin ich froh, ey. So viel hier durchschwadroniert die ganze Zeit. Aber endlich können wir den Boss machen. So. Hier sehen wir noch ein bisschen Arschlochheit. Wir können hier nicht durchlaufen, denn man sieht, dort hinten ist ein Nebel. Wir müssen... Also die Affenbande hier totknüppeln. Ich stagger dich einfach. So, und dann bist du auch tot, hoffentlich. Wir sind hier nicht im Alter Vorkämpfer, das heißt die Gegner hier sind nicht ganz so nervig, wie sie normalerweise wären. Das ist aber auch gar nicht möglich, denn wir müssen diesen Eid leisten, den wir gerade geleistet haben, damit wir überhaupt hier reinkommen. Grendel lässt uns hier nämlich gar nicht in den Abgrund herein, wenn wir nicht so einen Eid haben. Deshalb können wir, nochmals Kettenleuchtfeuer, können wir den Boss, den wir hier gleich sehen, auch nur bekämpfen, wenn wir eben nicht im Eid der Vorkämpfer sind. So, Gott sei Dank, ey, das war ein Akt. Gut. Jetzt können wir, wenn wir jetzt hier runterspringen, kommen wir zum angestrebten Boss. Das Problem ist, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Was machen wir? Ach komm. Genug mit dem Rumgequatsche, wir gehen hier rein und knüppeln ihn tot. Falls wir versagen, ist es eben so. Den Boss hier habe ich höchstens 2-mal besiegt. Den mache ich normalerweise nicht, obwohl er mir ziemlich gut gefällt. Und ich... Oh, ich wurde rausgeworfen. Finally, you are here, young undead. Okay. Na? Open the depths of darkness. Okay, alles klar, ich muss mit ihm schnacken hier. Young undead, the dark awaits you. Ah, ja. The embrace of the dark is gentle. Let it absorb your sorrows forever. The embrace. Interessant. Nun, Freunde, dann werden wir mal hier Sinnvolles tun und Asketenleuchtfeuer kaufen. So, der verkauft uns auch ein paar Hexereien. Oh, und das verkauft er uns. Lichtschein, das ist praktisch.
Denn so können wir was sehen, ohne dass wir eine Fackel brauchen, wenn wir genug Zauber oder Intelligenz hätten. Zauberintelligenz. So, wir machen den Boss jetzt nicht. Das ist mir ehrlich gesagt zu knapp hier. Außerdem bin ich... Okay, wir gehen immer zurück. Ich glaube, das ist zu knapp. Der Boss ist recht knackig. Wir haben zwar guten Schadensausstoß hier mit Gerz, aber ich will den Boss nicht unbedingt total kaputt knüppeln, sondern ihn vielleicht auch ein bisschen erklären. Deswegen lassen wir uns nochmal die Zeit. Ja, nochmal zurück kommt auf die vier Könige. Ich habe den ja ganz schön zerrissen vor 2 Folgen oder so, den Boss. Ich finde das Design der vier Könige schon cool. Also der König an sich sieht cool aus. Das Problem ist, dass 4 verschiedene Persönlichkeiten exakt identisch aussehen. Mit exakt denselben Angriffen. Und die Mechaniken in dem Boss sind, wie ich da schon erläutert habe vor 2 Folgen, komplett bescheuert. Denn der Boss wird lächerlich einfach, wenn man einfach so viel Schaden in kurzer Zeit verursachen kann, dass man einfach die ganzen Mechaniken ignoriert. Und wenn man das nicht kann, dann wird der Kampf komplett bescheuert schwierig. Ist einfach ein unfertig designter Kampf. Da hätte man viel mehr machen können. Man hätte 4 verschiedene Bosse haben können, die verschiedene Attacken nutzen. Einer ist im Nahkampf zum Beispiel sehr gut. Einer bombardiert einen aus der Ferne. Ein anderer ist vielleicht sehr, sehr... hat eine gute Verteidigung, versucht eher abzuwehren und die Angriffe auszuhalten. Ein anderer ist vielleicht sehr, sehr schnell, kann dafür nichts ab oder so. Stattdessen sind es einfach 4-mal dieselben Viecher. Das ist genauso ein beschissener Kampf wie die Ruinenwächter hier in dem Teil. Also, ich weiß nicht, viele mögen den Kampf und sagen, oh, der ist so schwer und so geil. Meiner Ansicht nach ist das komplette Verblendung und der Kampf ist kompletter Scheiß. Aber naja, jeder wie er da möchte. Ich kann die Freude über diesen Boss nicht nachvollziehen. Man muss aber sagen, das Boss-Thema ist sehr gut. Das ist sehr, sehr bedrohlich. Sehr geile Bossmusik. So, Freunde, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann den Boss, den Finsterschleicher. Bin ein bisschen heiser. Und dann, ja, sehen wir weiter. Ich kann mich ja schon hin teleportieren. Dann geht's beim nächsten Mal gleich los. Warte mal, genau. Der beste Ort ist sicherlich das Leuchtfeuer hier, das untere Schloss von Drang Lake. Ich bin mir nicht sicher, ob man den respawnen kann, den Boss. Wenn es geht, dann muss man wahrscheinlich das Leuchtfeuer hier entzünden. Beziehungsweise entfachen. Aber vielleicht geht's auch gar nicht. Oh, alles klar. Es scheint also doch so zu sein, dass das Feuer hier zuständig ist, um den Finsterschleicher stärker zu machen. Das könnten wir ja nutzen, theoretisch. Aber wir müssen ihn sowieso einmal besiegen, deswegen ist das eigentlich auch redundant, der Versuch, den dann nochmal zu machen. Na, wie noch sei. Die Folge ist ein bisschen kürzer. Beim nächsten Mal gibt es dann den Boss. Schwachsinn. Ich kann ja schon mal reingehen. Dann müssen wir... Nee, ich muss ja durchlaufen, sonst... Ich habe keinen Bock, die nochmal alle anzugreifen. Beim nächsten Mal geht's los. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich will eigentlich eine Geste machen, aber das hat nicht funktioniert. So. Adios und... ja, Finsterschleiche beim nächsten Mal. Das wird fein.